Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind in der Woche 8 und spielen die Boston Open auf dem TPC Boston in Massachusetts. Und heute steht die finale Runde an. Die ersten drei Runden haben wir uns gut nach vorne gekämpft, liegen auf dem ersten Platz und haben einen gewissen Vorsprung. Jetzt wollen wir mal schauen, wo wir jetzt am vierten Tag stehen, denn wir spielen die Kurzform, also Quick Mode mit nur ausgewählten Löchern. Wir sehen heute Windspeed, das ist für uns immer relevant und wichtig, ist auch wieder beherrschbar, so will ich es formulieren. Und wenn wir jetzt mal kurz aufs Leaderboard schauen, ist das aktuell? Das ist aktuell. 49 Schläge haben wir im Moment. Wir liegen noch vorne mit minus 9, aber wenn ich das richtig sehe, haben wir die letzte Runde mit minus 11 abgeschlossen. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Und die Jungs holen auf, wobei der Gerald Harmon ist schon drin, wenn ich das richtig sehe. Aber wir werden es ja gleich sehen, wenn wir hier hineinstarten, natürlich in die Boston Open auf dem TPC Boston, Massachusetts. EA Sports and the Korn Ferry Tour bring you the best young talent in the world of golf. From TPC Boston, final round coverage of the Boston Open. What a week and weekend this has been so far. Everything you want in a golf tournament. By nightfall, we will have our winner. As you take a look at the current leaderboard on this Sunday afternoon, our leader is indeed our featured golfer. It has been a textbook performance to this point. So out to the action we go as we catch up with our golfer on the tee at the par 4 13th. So, wir sind an der 13. Das ist ein Par 4 mit 460 Yards und wir dürfen die letzten Löcher spielen, um ins Clubhaus zu kommen. Und ihr seht es. Ja, der Kollege an der 7, ein Doppelbogey. Also er haut uns hier richtig was rein, damit wir kämpfen müssen. Noch hat er ein bisschen gnädig hier an der 2 uns ein Birdie erlaubt. Dann Bogey, Doppelbogey, Bogey, um uns hier richtig nach unten zu ziehen. Und an der 10 nochmal das Birdie. Und jetzt müssen wir schauen, wenn wir aufs Leaderboard schauen, wir liegen noch in Führung mit einem Schlag, aber wir müssen jetzt schon ein bisschen Gas geben. Die 65, also 8 ist im Clubhaus. Das ist das Maß der Dinge, aber wir sind zum Glück hinten, beziehungsweise der letzte Flight, zusammen mit William Carpenter. Auch minus 2 hat ebenfalls eine plus 1. Okay, also wir haben die Sache in der Hand, es gewinnen zu können. Dazu schauen wir mal, was dieses Par 4 uns bringt. Ja, ich glaube, das haben wir schon mal gespielt und da hatten wir dann nicht so viel Glück mit dem Drive. Da landet der... War das dieses Par 4? Ich weiß es nicht mehr. Doch, das müsste es gewesen sein, wo der Ball dann doch uns rechts ins Raff gerannt ist. Da dürfen wir jetzt auf keinen Fall hinkommen. Deswegen mit Rückenwind auf die linke Seite. Ja, okay, diesmal ist gut. That, a good-looking shot there, well placed in the fairway. So, Rückenwind macht es natürlich ein kleines bisschen einfacher. Down on the course, let's check in with Nota Begay the third. Left himself with 147 to the hole, pin sitting on the left half of the green. Pitching Wedge, wir sollten Finesse machen und das ein bisschen genauer so zwischen den Schlägern. Ich meine, wir haben Rückenwind. Finesse. Ja. Ist halt jetzt die Frage über links. Ja, wie viel Wind nimmt er an? Ja gut, das Pitching, nee, Iron, das Eisen 9 wird ja hoffentlich schnell zum Liegen kommen. Geht er auf den Stock? Er geht auf den Stock. Ah, bleibt liegen, bleibt liegen. Komme erst gar nicht ins Rollen. Okay, First Cut. Running so hot. Ja, hätten wir doch höher anspielen sollen. Den Pitch
Ja, er will den Pitch, aber gibt uns keinen, er gibt uns keinen Putter. Okay, 10. 7. Es geht ein bisschen runter, also machen wir... Aha, kürzer geht gar nicht. So, das Ganze springt nach links. Okay. Es geht ein bisschen bergab. Also wir werden den noch ein wenig höher anspielen, damit er liegen bleibt. Oh. Wieso ist er jetzt doch so weit geflogen? Spannend. That's not exactly ideal. Far from a tap-in for his par. You're being too kind. That's not at all ideal. Okay, da haben wir gleich einen Wadenbeißer zu Beginn. 2 inches down. Tja, über die linke Seite nur zu gehen, wird nicht reichen. Aber so viel mehr müssen wir, glaube ich, auch nicht machen. So viel mehr müssen wir gar nicht machen. Der läuft uns sonst links drüber, habe ich den Eindruck. Das ist natürlich kein guter Anfang. Das ist kein guter Anfang und schon verlieren wir einen Schlag. Schon verlieren wir einen Schlag. Okay, that one's finished off. It is a bogey here at unlucky number 13. And he'll fall back to 8 under par. So, da kommt noch einer ran an der 13. Ready to tee off. This is a big dog leg to the left. 495-yard hole, Frank. Yeah, don't try and hug that left side too much. There's a bunch of little mounds and the chances of getting a good lie there, next to none. So, da müssen wir wieder den schönen Draw spielen, wie in der letzten Runde. Auf jeden Fall kräftigen Draw. Ja, diesmal haben wir leider keinen Rückenwind. Na, jetzt wird es wieder knapp. Okay. Müsste wieder ein bisschen nach links springen und noch ein kleines bisschen den Hang runtergehen. Und 225 zum Loch, ja, das ist noch eine ordentliche Strecke. Eisen, Hybrid, natürlich Hybrid. Aber es ist down. Wir werden den reinfaden. Wir werden den reinfaden gegen den Wind. Und versuchen, den möglichst schnell zum Liegen zu bringen hier auf dem Grün. Denn es ist down, das heißt sowieso einen Schläger weniger, weil er wird weiter fliegen. Ja. Und wenn wir den faden können, dann rollt er auch ein bisschen nach rechts. So, noch ein wenig höher anspielen. Die Kurve sieht gut aus, aber er ist zu weit links. Ja, das wird ein Mega-Putt. Okay. Okay. How good are these players? It lands it on the putting surface from a million miles away and still manages to hold the green. Ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber richtig ist natürlich, dass das 3 inches down. Zu weit drüber dürfen wir definitiv nicht, sonst rollt er uns vom Grün. Das Ganze über links. Hier haben wir natürlich eine Welle drin. Der wird sowieso gleich nach rechts rüberrollen. Okay. Nochmal wegen der Länge. Er sollte auf keinen Fall hinten rausrollen. Ja, da kriegt er auf jeden Fall nochmal einen Kick. Die
Länge ist hoffentlich gut. Ja. Look at this putt. That is something special right there. From that far away, to gauge that speed, that is so well done. Gut. Es bricht leicht nach rechts. Es bricht leicht nach rechts. Level. Und dann sollten wir hier das Par gespielt haben. Okay, that's good putt. It is in to save par. And he's going to remain one shot off the pace. Moving now to the 421-yard par 4 15th, where strategic thought off the tee is important. Drives down the left side are best, but beware of the four fairway bunkers waiting there. So, ich glaube, wir kommen jetzt zu Bahnen, die wir noch nicht gespielt haben. So, die 15. Wir liegen minus 8. Second place. Wir schauen noch mal ganz kurz ins Leaderboard. So, der Rosenquist hat eine Birdie gespielt. Minus 9 liegt an erster Stelle. Ja, wir sind geteilter Zweiter. Das wird natürlich auch die Punkte aufteilen. Also wir müssen auf jeden Fall noch ein Birdie spielen. Definitiv, damit wir zumindest alleiniger Zweiter sind. Gut, das wird spannend. Das wird spannend. 424 und jedes Mal drücke ich hier falsch. 424 und wir sollten auf keinen Fall in irgendeiner Form hier in die Bunker geraten. Über den ersten Bunker werden wir drüber kommen. Und dann sollte er hoffentlich hier ein bisschen rechts laufen. Genau. Ja, nimmt die Kurve nicht so an, wie ich sie mir gedacht habe. Jetzt bin ich mal gespannt. Nee, da wird auch rechts springen, oder? Ja, sehr schön, sehr schön. No issues there. Good tee shot in the short grass. Jetzt brauchen wir unbedingt mal wieder ein Birdie. This is second. 119 to the hole. Pin about medium depth, though it is on the left side. So, hinterm Stock ist eine kleine Wellenhang. Da dürfen wir jedenfalls nicht rein. Wir haben Wind von links. Wind von links, ja, das ist... Ich meine, Approach, dann würde er richtig spinnen. Ein bisschen Rückenwind sogar. Nehmen wir das 54er, das können wir nicht länger spielen. Ah, wenn wir natürlich zu kurz sind, dann rennt er uns gleich hier vorne runter. Mann, Mann, Mann. Das mit dem Wind ist natürlich so eine Sache jetzt an der Stelle. Natürlich können wir versuchen, da ein bisschen dagegen zu drohen. Ob das hier überhaupt was bringt? Mit dem Wedge? Hm. Ja, okay, er bleibt auf jeden Fall rechts. Ich meine, er hat Spin. Er hat doch Spin, hoffentlich. Oh. Nein, kein Spin. Just want to maneuver this one close. Down the slope for birdie. Ja, 10 inches bergab. Das heißt, er rennt richtig. Ja, ja, das ist ein sehr schwieriger Putt. Der rennt richtig. Das heißt, er rennt auch sofort links runter. Wir haben so ein richtig kleines Ding da vor uns. So, wenn wir rechts vom Stock bleiben, dann ist es ein Bergab-Putt. Ja, dann rollt er so runter. Okay. That's gonna wander off to the right and leave maybe 2-3 feet coming back. Es gibt einfach Putts, die kann man fast nicht lochen. Da muss man schauen, dass man zumindest nicht so weit weg ist vom Loch, um das Birdie zu das Paar zu spielen. So. Und das war auch gerade so ein bisschen so ein Putt. Okay, a solid par here at the 15. And he'll stay a couple of shots off the lead. Die 18 ist ein Paar 5. Da haben wir definitiv noch eine Birdie-Chance.
Da können wir es eventuell noch wuppen. One where you sort of lick your chops, Frank, because it's pretty short, 161 yards. Where's the challenge here? Where the fish go. That big lake on the left, that's the challenge. Ja, klar, der Teich. Das ist die Herausforderung. 191 Yards, wir können ein Eisen spielen, ein Eisen 6. Der Wind kommt von rechts, also er hilft uns. Wenn wir hier im Hang sind, dann springt er sowieso nach links. Eisen 7 mit ein bisschen Rückenwind. Ja, es darf nicht zu viel sein. Wir dürfen keinen Schlag verlieren. Das dürfen wir auf gar keinen Fall. Wenn der hier vorne aufkommt, dann wird er sowieso nach links rennen. Der Wind drückt den sowieso als Kurve nach links. Das heißt, er müsste hier zum Stock laufen. Okay. Kleines bisschen noch hoch. Ah, nicht ganz durchgezogen. Aber er kommt aufs Grün. Okay, wir haben zumindest eine Birdie-Chance. Good shot. Wir haben zumindest eine Birdie-Chance. Es geht ein bisschen nach unten. Unten tut sich nicht mehr viel. Am Anfang tut sich was. Reicht das? Dadurch, dass wir den langsam spielen, wird er relativ schnell nach links brechen. Ja, der ist, ja. That one just gonna sneak on by. So, in dieser Finalrunde fehlt uns so ein bisschen das Auge für die Putts, habe ich so den Eindruck. Es gibt halt Tage, da puttet man gut und es gibt Tage, da puttet man so wie heute. Okay, that'll be a par here at 16. And he's gonna stay two back. So, wir verlassen uns auf die 18. Wir sind mittlerweile Dritter. 12 yards on the card doesn't look like a whole lot, but you can play a little longer, because really you've got to play it down the right. Don't play it as a dog leg. Just go point A and then point B. So ein paar 4. 387 Yards. Wir müssen hier den Ball wieder gut platzieren. Ach ja, das sagt mir was. Ja, das ist natürlich jetzt genau die Frage. Platzieren wir den hier oben, um dann mit einem langen Schlag, oder versuchen wir hier tatsächlich da unten reinzukommen? Hätten wir Rückenwind, würde ich sagen, ja. Auf der anderen Seite, wir haben doch sonst keinen Spaß. Also wir müssten den irgendwie hier reinbekommen, dann springt der sowieso nach rechts. Okay, wir versuchen unser Glück mal so. Mal schauen, was passiert. Ja, da ist, glaube ich, ein bisschen sowieso links. Ah, das reicht. Sehr gut. Okay, this 17th is a tricky fairway to hit, but that is going to wind up fine. That's a great tee shot. It is a bit of an awkward yardage, that half or three-quarter swing. For that next shot, so gonna have to be a little precise. Make sure you have a plan where you want to land that ball. 54er Finesse, ein bisschen Gegenwind und der Wind drückt den nach links. Wenn er aufkommt, springt er sowieso nach links. Die Frage ist halt wirklich die Länge, ne? Er wird nicht viel rollen, aber hat auch keinen Backspin. Wo wollen wir zum Liegen kommen? Er wird links runterrollen. Ja. Bisschen mehr rechts. Er wird auf jeden Fall etwas kürzer bleiben, dadurch, dass der Wind dagegen ist. Wir versuchen es.
Okay, er geht Richtung Stock. Und jetzt kein Spin. Ah, ist klar, jetzt spinnt er. It might have been perhaps a little conservative, but right in the heart of the green. Ja, aber ich bin der Meinung, da ist ein kleiner Korridor. Yeah, it's just very slightly up the hill. I don't think it's going to move more than a ball or so to the right. 3 inches nach oben. Und da ist ein kleiner Korridor. Im Prinzip bewegt er sich lange gerade und dann bricht er da vorne nach rechts. So, das heißt, er wird definitiv nach rechts brechen. Aber nicht so viel, hoffe ich. Bisschen mehr Speed. Und jetzt komm rum. Ja, heute haben wir nicht dieses Putt-Glück, das wir brauchen. No problems there. That's par here at 17. And he's going to remain at 8 under. Ja, das Bogey gleich am Anfang wirft uns halt deutlich zurück. Jetzt sind wir Dritter, minus 8, okay. Frank, the par 5 18 here at TPC Boston. This is a chance to be a hero. No, there is. The mere mortals flat down the left side. Everything slopes from left to right. But that bunker with a puff of breeze behind, if you can carry that, you are one of the longest hitters around. So, ja, das Birdie hätten wir gebraucht, um mit dem Birdie jetzt hier noch geteilter Erster zu werden. Wäre natürlich spannend geworden, ob wir dann ein Stechen gemacht hätten. Okay, es sind 534. Ja. 250, 346 ist da vorne der Bunker, 534, ja, da müssten wir über 200 Yards mit dem Holz, das wird natürlich spannend. Davor ist so eine Waste Area, ja, okay, es hilft nichts, wir spielen es, so wie es kommt. Okay, über links mit Rückenwind und dann müsste er rechts runterrollen und die Frage ist halt, wo rollt er uns dann hin? Wenn er uns natürlich da rechts reinrollt, das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Wir werden den ein kleines bisschen dagegen drohen. Ja, damit er erstmal da lang läuft. Hoffe ich. Ja, okay. Jetzt müsste er dann vorne ein bisschen rechts springen. Ja, und jetzt läuft er und bleibt hoffentlich vor dem Bunker liegen. 279 Carry. Und mit Roll sind wir bei 326. Das heißt 211 zum Loch. Das heißt Hybrid. Wir könnten ein Hybrid schlagen. Oder ein Eisen 4. Die Fahne steckt hinten. Wir haben Rückenwind. Ein Eisen 5. Ja. Wie springt er? Er ist doch relativ flach. Eisen 5 mit Rückenwind, hoch angespielt. Wir müssen auf jeden Fall auf der linken Seite kommen, weil sonst springt er uns rechts runter. Eisen 5 muss reichen, das bringen wir wenigstens zum Liegen. Approach, Rückenwind, hoch anspielen. Noch ein bisschen mehr über links. Er muss auf der linken Seite bleiben, definitiv, weil da springt er auch nach rechts. So, wir werden den hoch anspielen. Ja, ist zu weit rechts. Ja, das war zu viel, das war zu viel, zu viel. Eieieiei, wo rennt er denn hin? Had the distance right, just a tad offline. How about the chances for getting it up and down from that spot? Yeah, it's not in the thick stuff, Rich, so that's advantage number one. Really, the lie's pretty good. I think it's a standard pitch. Ja, und jetzt haben wir anstatt im Prinzip eine Eagle-Chance, müssen wir jetzt wirklich nochmal ums Pärchen kämpfen. 9600. Wir werden den auf jeden Fall loppen, damit er da oben zum Liegen kommt. Es geht berghoch, wir haben Gegenwind. Natürlich springt er nach rechts und ist witzigerweise auch mal wieder zu lang. Aber wir haben immer noch die Birdie-Chance. Wir haben die Birdie-Chance. Birdie putt now moving to his right.
Okay, bisschen schneller. Über links. Etwas mehr über links. Ja, läuft er vorbei oder nicht? Das ist die Frage. Okay. Boy, that is gonna leave a sour taste here at the end of the round. Ja, so muss ich sagen, so zieht sich durch die ganze finale Runde, dass wir einfach mit den Putts nicht zurechtgekommen sind. Jei, das ist ärgerlich, das ist wirklich ärgerlich. Aber auf der anderen Seite. So a bit of a letdown here at 18, but ja. It is a par. And this will be a final round score of 74. So geteilter Dritter. Enough to get the job done in the end, but I think you'd agree, titles are nice, but if you can rack up top five finishes, you're going to do just fine. Especially when you have a strong field like we saw today. So I think top five, certainly give yourself a pat on the back. So for Frank Nabilo, Nota Begay III, Iona Stephen, and a cast of hundreds, I'm Rich Lerner. You've been watching PGA Tour Golf on EA Sports. So long, everyone. So, Freunde, also das war sie, die finale Runde der Boston Open. Und wir haben mal ausnahmsweise unsere Führung verspielt mit +3. Aber das lag eben auch daran, dass uns hier die KI gleich mal am Anfang richtig den Rucksack voll gemacht hat. Mit einem Doppelbogey zum Beispiel an der 7. Und das ist ja ein Par 5. Und da spielen wir eine 7. Dann gleich nochmal das Bogey hinterher. Und ja, wir selber haben es dann doch auch gleich ein bisschen vergeigt. An der 13. Wir hatten die Birdie-Chancen hier zum Beispiel an der 17, 18. Wir hatten die Chancen ranzukommen, aber irgendwie hat es halt einfach immer nicht gereicht. Es war dann doch zu schwierig. Okay, also wir sind jetzt hier am Ende der Runde geteilter Dritter geworden und ich bin jetzt mal gespannt, was wir hier an Punkten bekommen. Für die Tour. Zunächst einmal gibt es die normalen Punkte. Wir haben 6 Löcher completed, 120 Total Tokens für den Pro Pass. Das bringt uns erstmal nichts. Da müssen wir noch ein paar Turniere spielen, bevor die Season hier wechselt. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Ja, for the Charlotte Championship. Ja klar, logisch, das ist das nächste Korn Ferry Tour Final. Danke, danke. Da bedanke ich mich. Genau, das ist hier die Charlotte Championship in Quail Hollow in North Carolina. Da gibt es dann auch wieder 1000 Punkte. Wir gehen jetzt mal hier rechts rüber, schauen drauf, gucken uns die Statistik nicht an. Die ist nicht so wichtig. Wichtiger ist das Ranking. Und ja, wir haben es leider, ja klar, der Rosenquist hat natürlich sich die 1000 Punkte geschnappt und sich deutlich nach vorne gebracht. Der William Carpenter, der liegt jetzt die 2000 Punkte dahinter. Also im Endeffekt werden Rosenquist und Woods sich um den Sieg der Tour praktisch streiten, denn es gibt nur noch 2000 Punkte und Carpenter ist bereits 2026 Punkte hinter uns, also keine Chance mehr. Okay, das wird spannend, aber der gute Rosenquist 1678, wie viele Punkte haben wir jetzt eigentlich, glaube ich, bekommen? Ich weiß es gar nicht, man sieht jetzt gar nicht die einzelnen Punkte, hätten wir nochmal ausrechnen müssen. Okay, also es bleibt spannend, auf jeden Fall für die nächste Woche für die Charlotte Championship, die wir dann nur noch in einer Runde spielen. Dann spielen wir eben diese komplette Runde, aber eben nur eine Runde und dann geht's aufs letzte Turnier, Pebble Beach. Pebble Beach ist das Finale und da werden wir dann wieder komplett alle 4 Tage komplett durchspielen. Back 9, Front 9, weil es das Finale ist und wir da auf jeden Fall uns nicht von der KI abhängig machen wollen, was den Turniersieg und vor allen Dingen auch den Toursieg angeht. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch wieder mal ein bisschen Spaß gemacht und konnte euch auch etwas unterhalten. Hoffentlich habt ihr auch ein bisschen was für euer Spiel mitgenommen, wobei heute bezweifle ich es ein bisschen, denn so glückliche Schläge waren ja eigentlich nicht dabei. Nichtsdestoweniger, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Turnier in der Woche 9 Korn Ferry Cup. So, Korn Ferry Tour, so ist es richtig. Ich sage wie immer, schönes Spiel, bis demnächst.